Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich hatte den Befehl HTML-Befehl div eingeführt und den Style-Zusatz float. Und das hatten wir uns letztes Mal schon relativ ausführlich angeschaut. Jetzt, so sieht unsere Internetseite aus, jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir diese beiden Sachen untereinander setzen können. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ich kann nämlich Blöcke in Blöcke hineinsetzen. Und das macht man einfach, indem man um die beiden Blöcke, die wir hier uns letztes Mal programmiert haben, einen weiteren Block setzt. Hier oben ein Div. Und nicht mehr erstmal. Und hier unten ein End-Div. So. Damit das Ganze übersichtlich aussieht, das mag ich sehr gerne und das empfehle ich euch auch, rücke ich die ganzen Sachen wieder ein. Das mache ich mit der Tab-Taste. So. Und dann sehe ich die beiden Sachen hier, die gehören zueinander. Das eine ist das Start-Tag und das andere das End-Tag. Und hier sehe ich das dann auch wieder, dass das ein Block ist und das ein Block. Entschuldigung. So, das Ganze möchte ich jetzt links haben, Style, damit der Rest des Textes, also alles, was hier unten folgt, rechts von dem Text steht, also Style. Ist gleich Anführungsstriche auf float Doppelpunkt left Semikolon Anführungsstriche zu. Und naja, vielleicht können wir dem Ganzen auch noch mal eine Hintergrundfarbe geben, Background Color, und dann nehme ich mal hier Olive. Upsala, Olive. So, beachtet bitte, dass man hier diese Farbkürzel, die kann man auch durch Hexadezimalzahlen ausdrücken. Das hatte ich ja in einem vorhergehenden Video erklärt. So, und wir schauen uns das Ganze an. Was passiert überhaupt? Ich speichere das Ganze, gehe in meinen Internetbrowser rein. Das war die vorhergehende Seite. Und jetzt sieht das Ganze so aus. So. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Ich hätte mir dort zumindest mal irgendwie ein Oliv erwartet und dass diese beiden Sachen sich anders positionieren. Aber es ist eigentlich klar, warum die beiden immer noch nicht untereinander stehen. Ich habe die ja immer noch links, ganz links reingesetzt, also dieses Float auf links. Und das ändere ich jetzt einfach mal ab, indem ich sage, ich mache hier aus dem, upsala, achtet bitte darauf, dass ihr im richtigen Block das macht, nämlich hier in diesem, der das H2, also diese Überschrift 2, umschließt. Und das setze ich mal auf None, auf Nichts. So, das darf ich machen, das ist auch noch ein Befehl, der, oder ein Wert, der existiert, den man Float zuweisen kann. Beim zweiten mache ich es dann genauso. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert ist. Ich speichere das Ganze wieder ab, gehe in meinen Webbrowser hinein und lade das Ganze. Und jetzt seht ihr, hat er mir eine deutliche Änderung gemacht. Die beiden Sachen sitzen untereinander, aber es ist einiges passiert mit dem goldenen Block und dem grünen Block. Das liegt auch daran, dass ich das noch nicht kontrolliert habe, nicht unter Kontrolle gebracht habe. Dazu fehlen uns auch noch einige CSS-Befehle, um das Ganze optisch schöner zu machen und gleichmäßiger. Das kriegen wir alles noch. Jetzt sollt ihr erstmal nur sehen, wie man das machen kann. So, ich habe also einen Block genommen, um zwei andere Blöcke so anzuordnen, wie ich das haben will, und dass das insgesamt eine schönere Sache gibt.
So, wie hat man sich das Ganze vorzustellen? Und dazu habe ich euch hier eine kleine Grafik entworfen. So, dieser lilane Kasten, das ist sozusagen meine Internetseite. So, dann habe ich mir oben meine Überschrift reingesetzt. Also ihr erinnert euch, das ist diese schwarz unterlegte Überschrift, die hier. Die habe ich dort reingesetzt. Dann habe ich mir auf die linke Seite habe ich mir einen großen Kasten gesetzt und in den großen Kasten habe ich zwei kleine Kästen reingesetzt. So, nicht so, wie ich sie angeordnet habe, aber so ähnlich. Die habe ich mir reingesetzt und die werden jetzt in dem linken Kasten untereinander dargestellt. So, der Rest des Textes, der erscheint hier in dem großen blauen Kasten. Und die Breite von dem linken Kasten, die kann ich auch noch kontrollieren, aber zurzeit haben wir den Befehl dafür nicht. Der ermisst sich jetzt nach dem, wie viel Raum die längste Textzeile einnimmt, die ich programmiert habe. Und das ist in diesem Fall, naja, die sind beide ungefähr gleich lang. So, das kann ich euch jetzt auch noch mal zeigen, wenn ich sage, okay, ich möchte das Ganze jetzt, oder ich mache hier Hallo 6 und mehr. Meine kleine Überschrift, die unwichtigste Überschrift mit H6, wenn ich da noch ein bisschen was reinschreibe. Und ich speichere das Ganze ab und gehe nochmal in meinen Webbrowser hinein. So, und jetzt seht ihr, rückt er das Ganze nach, also hier das Geschriebene, das rückt er nach rechts. Und die Breite von meinem kleinen Kasten hier, den ich hier gesetzt habe, wird gleichmäßig verändert. Also das richtet sich immer nach dem längsten Element, wenn ich das nicht unter Kontrolle bringe. Gut, so, das war's erstmal. Jetzt habt ihr so eine ungefähre Ahnung, wie man sich seine Internetseite aufteilen kann. Achtet bitte darauf, wenn ihr eine Internetseite plant, dass ihr nicht so viele Elemente nehmt. Sorgt lieber für eine gute Navigation, also dass es mehr Webseiten gibt und der Betrachter oder der Benutzer der Webseite ordentlich durch die Webseiten geführt wird. Und richtet bitte, falls ihr mal irgendwann eine Webseite erstellen solltet, nicht so ein Kuddelmuddel an, wie das derzeit hier noch der Fall ist. Das ist eben einfach nur zur Demonstration gedacht. So, eine letzte Sache zeige ich euch noch. Und zwar möchte ich jetzt nochmal einen Block definieren und den möchte ich nach rechts setzen. Ich tippe ein div und style ist gleich float right, Semikolon, Anführungsstriche zu, Winkelklammer zu. Und dort schreibe ich hinein und nun, Fragezeichen, mache einen Zeilensprung und jetzt, Fragezeichen, naja, und das lassen wir jetzt schon mal, upsala, das ein bisschen nach oben, lassen das mal gewesen sein. So, jetzt rücke ich das Ganze noch ein. Beachtet bitte, dass die Leerzeichen hier vorne nicht mit ausgedruckt werden. Deshalb kann ich das Ganze so schön einrücken. So, ich gebe dem Ganzen noch eine Hintergrundfarbe, damit ich auch sehe, wo befindet sich denn überhaupt dieser Kasten Background Color. Und da nehme ich jetzt mal so ein dunkleres Lila, Purple und dann hinten wieder das Semikolon, Anführungsstriche zu, Winkelklammer zu. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Ich speichere das ab. So sieht sie vorher aus und jetzt habe ich noch das Element rechts auf der Seite. Und ihr seht, das wird auch ganz brav rechts angezeigt. So, also ihr könnt hier einige Sachen machen. So, das wird nicht lange halten, sage ich euch auch. Wenn ich jetzt noch weitere Sachen dazu programmieren möchte, dann fängt die Seite an, ganz komisch herumzuspinnen. So, das liegt auch daran, dass ich dann, wenn ich das schöner machen will, noch mehr unsichtbare Container reinsetzen muss, damit das Ganze mir nicht
grafisch aus dem Ruder läuft. So, meine Empfehlung, spielt damit herum, guckt, wie weit ihr kommt, guckt, dass ihr euch auch mal ein bisschen kompliziertere Webseiten programmiert, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was kann ich mit diesen verschachtelten Blöcken, mit diesem Div überhaupt alles anfangen. So, in den nächsten Folgen werden wir uns jetzt ganz stark mit CSS beschäftigen, dass wir das Ganze noch schöner machen können. Das soll natürlich alles nicht so bleiben, wie es jetzt ist, und das soll eben wirklich schöner werden. Das zeige ich euch in den nächsten Folgen, wie man mit CSS die ganze Grafik in den Griff bekommt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.